zu platt ist, um irgendwas zu lernen. Hey, hey, hey! Kuka gibt dir Mühe. Ja. Ja, Melanie, das ist deine Zeit. Scheiße, ne? Ich hoffe mal, ich stöpfe dann. Wow! Oh. Was? Nichts, schon okay! Alles in Ordnung! Ist das okay so? Nein, da kommt. Wow! Nein, nicht auf mir landet ein Auto, bleib weg! Können wir bitte weiterfahren? Ich finde, du hast super geparkt! Besser kann man eigentlich nicht parken. Wie teuer ist denn die Scheiße? Wow! Kaka! Wo ist Kaka hin? Was ist das für ein Trip? Was hat er denn für ein Zeug genommen, dass er so abgeht? Oh, yeah. Wow! Oh, das ist unglaublich. Fette Sache, ey. So ja. Musst du erstmal abheben können. Wo ist denn er überhaupt? Ja, ich weiß auch ihn nicht. Ihn hat sie komplett zerschossen. Alter, was nimmt denn er für eine Droge? Ach du Kacke. Oh, Melanie. Ich hab mich erholt. Oh, Entschuldigung. Melanie, komm mit. Wir müssen Kuka suchen. Ja, wo ist denn der? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, renn du hier mal im Kreis. Ich weiß nicht, wo der ist. Kann ich so schnell. Weißt du, wo ist denn der hin? Yo! Ruf die Medics! Ich kümmere mich um ihn! Wie da drüben! Alter, wie ist denn... Wow! Irgendwie passt das Auto zu mir. Den Medic Bescheid gegeben. Ja, die höre ich schon. Wenn's mal die Karre. Hast du einen Schlüssel für das Auto? Ja, warte. Dann mach die Karre mal aus. Ja, ich setz mich drauf, ich wärme den. Nicht, dass der sich beschwert hinterher, dass er Scheiße im Mund hat oder so. Wenn ich das erste Mal. Oh oh, oh oh, oh oh! Ja, die Melanie über- oh mein Gott! Kümmern Sie sich mal um die Verletzten. Ja, oh. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch nicht alles hier. Alles in Ordnung. Nee, oh mein nee, Gott. Dann, nee, nur dann, weil sie einen Bullenfänger haben, müssen sie das nicht wörtlich nehmen. Tut mir so leid. Ich hab's ehrlich gesehen. Absolut die, nicht. Das war die absolut sind böse, nicht. Die aus dem Schächten, Melanie. Rufen Sie den Arzt. Ich brauche einen Arzt. Oh Mann. Hey, Tama, was haben Sie denn da auf der Straße gemacht? Ich hab den warm gehalten. Was haben Sie denn gedacht? Wen haben Sie denn warm gehalten? Ja, den KK, ja, den der da vorne liegt. Okay. Wissen Sie, Herr Officer, Melanie, die ist kreativ, wisst ihr? Wenn du keine Wärmedecke dabei hast, kannst du den Kerl nicht einfach liegen lassen. Echt mal, ich setze mich da immer drauf und halt die warm. So eine verfickte Scheiße. Tut mir so leid. Medic ist aktuell nicht erreichbar, aber ich habe noch mal das... Wie, die sind nicht erreichbar? Die gezahlt? Ich gehe hier voll kaputt. Und sie fahren mir mit ihrem Bullenfänger an? Aua! Ja, es tut mir wirklich leid, ich hab sie wirklich absolut. Holen Sie mir einen Arzt! Oh Mann, ja, wir versuchen es weiterhin. Ah. Eieiei. Herr Kollege, ich fahr mal das Auto ein bisschen mein drittes zurück Bein. Und fahr mal die Straße ab. Ja, mach das. Kann. Wo du hin will, am besten bleiben sie ganz ruhig liegen, nicht dass da irgendwie noch schwere Verletzungen sind. Kuka, Hilfe ist unterwegs! Mein drittes Bein tut weh. Oh, das ist natürlich absolut. Mein rechtes und mein linkes. Aber du hast nur blaue Flecke, oder? Glaube ich. Ich hab richtig blaue Flecken über diesen Bandas her. Oh ja, nee. Gut. Ich glaube, du hast einen Bullenfängerabdruck am Bauch. Ist das richtig? Nee, ein bisschen.
glaube ich auch. Ich muss zum Arzt. Ich brauche einen Attest. Ey, das würde ich mir als Tattoo stechen lassen. So kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Nee, das würde ich mir als Tattoo stechen lassen, weißt du? Ich hab schon gefangen, ein Tattoo. Gefangen von Bullen 2017. Bleibende Sanitäter. Das wird ja alles ziemlich eng. Wie sind denn überhaupt ihre Namen, dass ich hier erstmal eine Anzeige machen kann? Ja, ich kann Ihnen gerne meinen Namen nennen, aber wie gesagt. Die haben auch mein Auto verschwinden lassen. Das war absolut keine Absicht, das waren Augenprobleme. Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Officer mit der Nummer 16, Herr Smoker. Okay, Anzeige ist raus. Anzeige wird bearbeitet und abgelehnt, glaub mir. Mein Kollege kann ja die Anzeige aufnehmen. Warum sind Sie denn mit Blaulicht hier überhaupt hergefahren? Weil Sie den Herrn hier zur Garage bringen wollten, oder wie? Weil wir aktuell noch in einem Einsatz waren, beziehungsweise da noch zügig unterwegs waren. Mein Einsatz zur Garage, okay. Das ist quasi wie der Einsatz zum Donutshop, den kenne ich, da würde ich auch gerne mit Blaulicht fahren. Ja, gut, so ein Einsatz. Wir fahren sonst nur zum Pizzalieferanten mit Blaulicht, aber in dem Fall ging es jetzt um das Auto des Herrn. Ja aber dürfen Sie das denn eigentlich? Ja, natürlich, wenn wir ein verschwundenes Auto suchen. Ach so, das ist natürlich so wichtig, dass man mit Einsatzhorn und Blaulicht fahren muss. Das verstehe ich. Das freut die Nachbarn hier um die Uhrzeit immer. Ja. Wissen Sie, hier ist voll die teure Gegend. Ich weiß nicht, dass die sich hier aus den Hotels gar nicht beschweren, wenn sie hier mit Blaulicht herfahren. Was ist das für eine teure Gegend? Hier ist eine Spelunke nach der anderen aneinandergereiht. Ja klar, aber trotzdem ist das eine teure Gegend. Das Wirtschaftswunder boomt doch hier in dieser Gegend der Stadt. Da drüben ist doch irgendwie Theater oder sowas. Bitchtrank steht da dran von draußen. Ja. Was ist hier drüben noch? Der XY-Store? Bitchtrank, das hört sich nach einer... Ja, wissen Sie, das ist hier schon eine richtig noble Gegend eigentlich und Sie heizen hier mit Blaulicht durch. Das macht doch auch das Geschäft kaputt. Sehr, sehr noble Gegend, ja, das stimmt schon, da muss ich Ihnen recht geben. Hier liegt das Geld so wie die Melli auf der Straße, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das wird sich an Untersuchung nach sich ziehen, Officers. Ja. Oh. Ah je, das ist natürlich absolut eine tolle. Das macht die Beförderung nicht dick. Zwei Sachen an einem Fall. Erst haben sie Auto verschwinden lassen und dann überfahren sie Menschen. So wird das nicht gut. Ja. Wo bleibt der Arzt? Nee. Ich brauche Hilfe. Können ja nochmal anrufen, ob jetzt. Ja, Aua. Sieht auch ganz übel aus. Ja, meine rechte Brust ist gequetscht, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Nee, aktuell geht bei den Medizinern oder keine Ahnung. Für was werden die gezahlt? Die Knallköppe? Ja, gute Frage. Wofür was werden sie denn bezahlt bei der Polizei? Ja, eigentlich um Recht und Ordnung für in der Stadt zu sorgen, aber wir können nur dafür sorgen, dass wir es sehen und nicht das, was wir nicht sehen. Also, wollen sie jetzt für mich nicht sorgen oder wie? Weil sie mich jetzt erst zu spät gesehen haben oder was? Nee, genau, deswegen sorgen wir sie reinreden. Ich hab dich gesehen, bin auch in dem Auto gesessen. Wir sorgen jetzt ja gerade für sie. Ich hab doch sogar noch geschrien, als sie kam. Ja, das habe ich sogar dass auch dass ich das gehört, überhaupt, sag ich mal, geschafft habe, nicht in Ohnmacht zu fallen nach diesem März, sag ich mal. Ja. Also mir fehlen gerade ehrlich gesagt die Worte. Das tut mir auch. Unendlich leid, das ist... Also absolut gar sie, keine, sie haben die Melanie ja noch gar nicht gefragt, ob sie Erste-Hilfe-Maßnahmen braucht. Warum nicht? Ja, doch, ja. Ich habe nur nachgefragt, ob sie irgendwo wehtut. Sie soll auf jeden Fall ruhig liegen bleiben. Das bei eventuell. Ich sitze, sieht das etwa aus, als ob ich liege? Bei Atembeschwerden haben sie da gefragt, weil sonst brauchst du eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Ne, die würde ich nehmen. Das habe ich vergessen. Tut mir leid. Wer würde die der machen Kollege von ist Ihnen ja beiden? Kein Mediziner. Ach, Kopfschmerzen. Also die Melanie sagt ja gerade, sie hat Atemprobleme, also das willst du machen. Also da muss ich sofort Mund-zu-Mund-Beatmung starten. Da ja, müssen sie sich aber hinlegen. Wenn sie da sitzen, kann ich keine Mund-zu-Mund-Beatmung machen, da müssen sie sich hinlegen. Ich kann mich doch gar nicht hinlegen, dann komme ich nicht wieder hoch. Ja, dann muss man das... Vor allem ohne Arzt. Dann müssen wir das irgendwie ein bisschen anders dann machen. Moment, ich versuche mal gerade auf ihre Höhe zu kommen. Wo ist ein Kaka jetzt ich hin? Ich weiß noch gerade gar nicht. Der auch eingepennt oder wie? Ja, der ist eingepennt. So, da jetzt ist sitzen sie sich auch noch auf mich drauf oder was? Sind wir auf Augenhöhe? Nee, ich muss auch Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Bin ich wenigstens bequem? Ich sitze ja eigentlich nicht so wirklich auf Mund. Herr Officer, ja? Sie sollen den Dienst keine Frauen anmachen und aufreißen.
Also ich merke gerade, egal was ich gerade mache, das wird irgendwie falsch ausgelegt. Das ist absolut gerade kein angenehmes Gefühl. Oh Mann. Geben Sie mir mal Ihre Hand, ich zeige Ihnen mal ein angenehmes Gefühl. Ja, hier. Hier legen Sie die mal zwischen mir, meine Beine. Oh, das, oh Gott. Das ist schön warm und flauschig. Ja. Sind wir jetzt quitt, ja? Oh, oh. Wieso quitt? Sie haben mich angefahren mit Ihrem Bullenfänger. Das sah schon echt übel aus, also in welchem Tempo? Ja, also wie gesagt, wir waren ja auch in einem Einsatz. Was machen die da vorne? Machen die ja, Einsatz zur Garage. Hallo! Hallo! Hallöchen! Ah, nee, doch, da ist noch ein Herr. Und ja, die Dame braucht auf jeden Fall noch. Ich spüre meine linke Brust nicht mehr! Ja, die rechte wird wohl gequetscht sein. Die Dame wurde angefahren von dem Polizeiwagen. Und den anderen zwei Kollegen da drüben? Die haben mich mit dem Bullenfänger erwischt. Ja. Der eine bewegt sich sowieso. Der eine sagt immer, ich sehe aus wie ein Schwein, jetzt werde ich schon für einen Bullen gehalten. Na dann, ja, gucken Sie mal nach ihr, das ist genau. scheint ziemlich. Haben Sie so ein T-Rex-Pflaster? Schmerzhaft zu sein. Ja, jetzt kommt er auch noch mit seiner Waffe hier. Dann warst du hier drüben, das war. Das war schon eher komisch, Gucker. Okay. Du lagst hier. Oh, Moment, das Auto bewegt sich. Welches Auto bewegt sich hier? Bei mir bewegen sich irgendwie Autos, ja. Ja, welche Autos? Die haben von den Medics. Ein schwarzes und ein orangenes Auto. Kollegen bestellen als Tragehilfe. Lass mich ins Auto reinkriegen, notfalls. Wo ist okay, das schwarze Auto? Hier? Moment. Nein, hier. Nicht ins schwarze Auto. Das ist das Böse. Ist das Ihr Auto? Nee. Ich sehe es ja nicht. Hat damit ist KK hingeflogen gekommen. Nee, dann lassen Sie es stehen. Ich habe nur eine Frage. Hat das eine Lizenzplatte? Was für eine Platte? Moment, eine Lizenzkennzeichen, sowas, so ein Ding. Nummernschild nennt man das. Nein, jedenfalls. Ja, Herr Officer, ich habe mein Fahrzeug gefunden, ich sehe es noch nicht. Parallel ja, Dienstnummer 16 war das, glaube ich, ne? Dienstnummer 16, ja, Gucker. Anzeige ist raus, hat Peter schon gesagt. Moment, ich setz. Also Melanie, komm mal mit auf Seite, bitte. Ach du Scheiße, könnt ihr mir hochhelfen? Helft dir auch. Ja, alle am besten, alle mal rankommen hier. Alle bitte einmal. Ich komme, glaube ich, schwer hoch heute. Und sich auch einhaken dann. Einmal einhaken und alle. Jetzt hat's mich erst noch hingehauen. Einfach mal rüber von der Straße weg. Nicht, dass da noch was passiert. Oh mein Gott, ich kann schon nicht mehr. Ich muss mich hier wieder hinsetzen. Genau, einfach mal hier hinsetzen, dann passt das. Genau. So. Also, wie fühlst du dich? Was tut dir weh? Sagen wir so. Ich spüre meine linke Brust nicht mehr und meine rechte wurde, glaube ich, eingequetscht. Oh, ich hab voll den Bullenfinger erwischt. Naja, der Bulle hat sie gerammt. Der Bulle hat richtig quasi Anlauf genommen und hat mir richtig gegen die Brust geballert. Ja, der hat sie voll gerammt. Aber so richtig. Mit Anlauf. Na dann. Habt ihr nichts anderes zu tun hier, außer zu spannen? Der ist mit dem schwarzen großen Bullenfänger voll rein. Ja, allen Not geilen Säcke, hey. Also mit dem schwarzen großen Bullenfänger davor. Ja, muss ich mich jetzt ausziehen? Nee, müssen Sie nicht. Bitte nicht. Warum ich nicht? Schau mal, weil ich es auch so angucken kann und, und auch Melanie, angezogen. Du weißt ja, du darfst dich nicht ausziehen, weil sonst kann das einen, wie nennt man das, ein Vertikalbruch deiner Brust verursachen oder sowas, habe ich mal gehört. Ja, ist fast so wie schlimm wie ein Dammbruch. Kenne ich mich ja, mit ich aus. Ich weiß nicht, ob ich das verkrafte. Was verkraften Sie? Wenn heute Abend sowas passiert. Oh, ach du Scheiße. Der Officer, ich glaube, der ist kaputt. Der ist vollkommen kaputt. Hast du jetzt seine Brust gezeigt, oder? Weiß nicht. Ja, anscheinend. Hat er wohl was gesehen? Oh ja, das ist was durchgeblitzt. Müssen wir den erstmal wiederbeleben, den armen Mann. Ja, hol den mal wieder! Ich hab was. Können Sie mir die Brust denn einreiben? Geht das oder was macht man da? Oder muss man die röntgen? Muss ich mir einen CT-Termin besorgen? Ja, ich würde es auf jeden Fall mal röntgen dann wollen. Ach du Scheiße. Die ganze Brust oder nur die halbe? Naja, beide dann eigentlich. Man weiß ja nicht, ob die Brustknochen gebrochen sind, ne? Wir hätten Druckluft, da könnten wir die Motten aus der Lunge. Man kann ja mal gucken. Aber die sind ja eigentlich geschützt durch feinstes Kapperleder, ne? Ja. Oh
Vom Kappert hier. Haben Sie Raucherhusten dabei? Ja, dabei, ne? Da würden wir Sie jedenfalls mal mitnehmen und dann mal röntgen. Oh, wie viel Krankenhaus. Können Sie? Müssen wir die Melanie noch ganz kurz. Ich komme gleich nochmal zu Ihnen, Frau Kowalski, ja? Haben Sie Tragehilfe geholt oder warum sind so viele Medics hier? Hat sie wieder durchflicken. Alles nur für dich. Einfach alles flicken, auch das blaue Auto. Vier Mann, vier Ecken, ne? Den hier. Frau Melanie, ich habe keine Ecken. Melanie, bitte nicht auf mich treten. Die Kollegen haben keine Ressourcen. Oh, ich habe sie gar nicht gesehen, tut mir leid. Uchala. Ach, Melanie. Ja? Was geht, Kaka? Zeig den Kopf mal nicht an, der ist eigentlich für den Kopf echt chillig. Jetzt nimmt die Leitstelle mir mein... Anzeige schon raus. Melanie, wie waren das, ne? An, Mann. Bitte? Die waren das, ne, der mich platt gefahren hat, ne? Das war die Dame, das oder? Das war mein Kollege. Egal, Anzeige ist raus. Mitnehmen sollen. Ja. Nein, aber. Ja, aber kommen Sie mal eben her, Jakob. Ja. Man kann das bestimmt auch anders regeln, Melanie. Eigentlich bin ich ja nicht so für Bestechung, ne? Die Sache ist halt, ich habe einen ziemlich straffen Ernährungsplan. Ich muss mich da auch immer dran halten, eigentlich. Naja, und jetzt könnten Sie Ihren Kollegen halt mal anhalten, dass der mir vielleicht mal ein paar Pizza rüberschieben kann. So einen halben LKW oder so. Würde ich schon nicht nein sagen. Dann können Sie ihm sagen, würde ich auch keine Anzeige machen. Ich kann hier ja mal meine Nummer geben und dann klären wir das so. Sagen wir es mal so, für den Vorfall können wir Ihnen jetzt leider keine Pizza geben, aber wenn Sie ein Date mit dem Kollegen wollen, dann... Nein, der ist doch eh viel zu jung. Achso, Sie stehen auf die Älteren. Ja, klar. Ja, okay. Ist ja scheiße, wenn die so lange leben. Da hat man nichts von der Rente. Ja, das stimmt wohl. Du warst das, genau, du! Frau Kowalski, nochmal. Ich hab Ihren Kollegen schon gesagt, einen halben Pizza-LKW und wir sind quitt. Ja. Einen halben Pizza-LKW? Ja. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Aber ich denke, das ist noch im Rahmen des Machbaren. Ich habe schon gesagt, ich für die Aktion nicht, hier ist das ein bisschen problematisch, aber wenn ihr zweimal... Ja, Sie können das auch außerhalb des Dienstes machen, ich gebe Ihnen meine Nummer und dann melden Sie sich. Ja, Frau Kowalski, dann verbleiben wir auch so, dann geben Sie mir eben mal Ihre Nummer und dann gehen wir mal gemütlich noch eine Pizza essen. Ja, ich glaube, das machen wir. Das wäre super, okay. Haben Sie was zum Schreiben? Moment. Ja, einen Moment. Ja, klar, habe ich was zu schreiben, schießen Sie los. 190... Und 6 mal die 6 wäre meine Nummer. So 190 und 6 mal die 6 ist. Das ist natürlich sehr schön. Ohne Scheiß. Ich werd auf jeden Fall anrufen. Nee, die wird richtig angefangen. Und dann werde ich mich bei Ihnen melden, ja? Alles klar. Super. Vertraue Ihnen. Ich werde mich auf jeden Fall melden. Ich hoffe, dass nur nicht zu viele Kosten bei der Nummer auf mich zukommen. Nee. Ich glaube, das möchten Sie nicht übers Diensttelefon machen. Nee, ich werde das schon über Privattelefon. Machen, sonst kriege ich noch Anschluss vom Chef. Genau. Mobilfunk deutlich teurer, ja, denken Sie mal dran. Ja, der Medic wollte noch was. Ja, jetzt. Frau Kowalski, ich habe gehört, Sie hatten Schmerzen in der Brust. Ja, meine linke Brust spüre ich nicht mehr und die rechte ist geprellt oder gequetscht. Okay, wir würden Sie damit einmal mit ins Krankenhaus nehmen. Ja, nicht. Um da genauer zu besuchen. Sind Sie auch Psychologe? Leider nein. Ach, scheiße, haben Sie einen Psychologen da? Leider nein. Ah, leider geil. Ja, gut. Ja. Würden Sie mir bitte folgen, Frau. Ja, können hier meine beiden Macker mich begleiten? Buka und Kaka? Ach nee, warte mal, Rainer und Kaka. Ja, Buka. Machen Sie es gut, Frau Kowalski. Ja, machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Lassen Sie es rutschen. Und ja. Die Herren. Kaka, fahr nicht mehr so viel. Schönen Abend. Muss ich denn hier. Welchen Schwertransport darf ich besetzen? Ich. Haben Sie überhaupt genug Platz? Ja, natürlich, das kriegen wir hin. Bitte einmal hinten einsteigen. Dankeschön. Ach du Scheiße. Die Karre ist ja noch tiefer gelegt als meine. Ich komme auch mit dazu. Geht's hin, HQ? Zum HQ. Wir sind jetzt Status 7. Hui. Warum? Und Kopfschmerzen. Und Kopfschmerzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Wing of Fire. Drive in. Wenigstens ist die Warnblinkanlage an. Bisschen aufgepasst haben sie. Hansen? Hallo, Melanie Kowalski. Nee, Melanie K. Hallo? Einfach nur. Hallo, Melanie K. Ja. Kowalski? Nee, Melanie K. Einfach nur, nicht Kowalski. Ja. Die kenne ich nicht. Das ist eine andere, das bin ich nicht. Moment. Ja.
Moment, ich verstehe mal eben meine Stimme, dann können sie nicht wissen, dass ich das bin. Okay, das ist spät jetzt, aber ich will mir, ja, reden Sie weiter. Hallo, Melanie Kowalski, Melanie hier. Ja. Also, ich wurde von einem Bullenfänger richtig mitgenommen. Von einem Bullenfänger? Ja. Officer, Dienstnummer... Oh, nee, das tut mir weh, wenn ich so lange so mit verstellter Stimme rede. Das kann ich nicht machen. Ja. Ich rede lieber wieder normal. Ich wurde vorhin von einem Polizisten mitgenommen. Dienstnummer 16. Können Sie da irgendwas machen? Sie wurden wie mitgenommen? Ja, mit dem Bullenfänger. Der hat mich einfach platt gefahren. Ich spüre meine linke Brust nicht mehr. Meine rechte ist gequetscht. Jetzt hänge ich hier gerade in einem scheiß Medic-Wagen fest. Ich komme hier nicht raus. Oh. Wissen Sie, wo der Ring of Fire ist? Ich bin im Drive-In. Was denn? Ich habe einen Probearbeitsvertrag mit einer Firma, die das nicht gestattet, dass ich jetzt Tötungen an Polizisten durchführe. Wie Probearbeit? Ich habe einen Job. So, müssen Sie auch Probearbeiten, oder? Wie macht man denn einen Probekill? Ich habe einen Praktikationistikum. Achso, und dann machen Sie auch dann Probeauftragkills, oder wie? Nö, ich mache dieses Metier nicht mehr, das decke ich nicht mehr ab. Wie, ich habe doch vorhin noch mit Ihnen gesprochen. Ja, so schnell ändern sich die Dinge. Diese Welt ist schnell, da ändert sich viel in kurzer Zeit. Was machen Sie denn jetzt? Jetzt arbeite ich für Schwarzwasser. Ach du Scheiße, für Wurstwasser? Ich, was? Ja, Wurstwasser. Nee, Schwarz. Ja, nee, das ist Badewasser. Nicht... Ja, nee. Schwarz, nicht Wurst, nicht Bade, sondern Schwarzwasser. Ja, sag ich doch, Wurstwasser. Schwarzwasser wäre Badewasser. So ein Wurstwasser. Was? Nee, nix. Schwarz! Ist der Lensch eigentlich noch da? Wissen Sie das? Das kann doch ich Ihnen nicht sagen. Den muss ich mal auf die Salami kloppen. Ja, dann müssen Sie gucken, dass Sie den erreichen. Ich kann Ihnen da keine Infos zu geben, außer Sie sind bei uns im Gelände. Wo, da oben bei Ihnen in den komischen Bergendingern da, ne? Jip! Ja gut. Ja, dann lasse ich die Salami mal rüberrollen vielleicht gleich. Mal gucken. Grandationistisch. Na gut, dann hauen Sie rein, ne? Ja, ebenfalls. Tüdelü. Tüdelü. Wow. Hallo? Ja, Moment, ich hol die Kollegen. Ich hab hier keinen Schlüssel verloren. Bin eingesperrt, oder wie? Ich muss hier raus, ich hab Angst. Krieg ich immer Platzangst in so kleinen Räumen. Jo, Kuka. Kaka, Moppet, Stecke. Melone. Stecke, wo bist du, Mann? Oh, ich steh im... Ja? Ja, ich bin im Drive-In hier. Beim Ring of Fire. Wo bist du? Ja, beim Ring of Fire im Drive-In stehe ich. Da wo wir uns gestern... Ja, die sind irgendwie alle beim Fahren eingepennt. Ich bin abgehoben mit der Karre. Ich spüre meine linke Brust nicht mehr. Ich bin hier voll gegen die Hauswand geknallt und zurückgefedert worden. Ich hab Platzangst in der Karre, ich bin eingesperrt, ich komme hier nicht raus. Die haben keinen Schlüssel hier, der Typ, der hier war. Hilf mir! Ja, schnell! Ja. Aber der Rainer, der ist voll high in so einen Krankenwagen reingerauscht. Aber ach du Scheiße. Getroffen haben, der ist voll chillt. Ja, hier, der Medic, der hier bei mir war, der ist auch schon wieder weg, die Sau. Wo ist denn der überhaupt? Gut, wir sind gleich bei dir, Melanie, ja? Ja, gib Gas, ne? Lass nicht so lange baumeln. Ciao. Kauf dir was Schönes von dem Loot. Oh. Ja, ich bin hier hinten eingesperrt. Hilfe! Haben Sie den Schlüssel? Ich kann nicht mehr. Oh, ich hab ihn. Ja. RTW 3 hat sein RTW Plus Melanie wiedergefunden. Ich steck hier fest. Ich spür meine linke Brust nicht mehr. Wir sind auf dem Weg, Melanie. Meine linke Brust. Nicht, dass sie bei mir was abnehmen müssen, wie bei Peter den Penis. Ja, wir sind unterwegs, Melanie. Bei einem halben Kilo Brust würde ich schon abgeben. Ich habe eigentlich genug. Ich kann nicht mehr. Ich muss weg. Puh. Hilfe! Melanie, bitte einmal in den roten Matrixkreis rein und dann bitte... Matrix? Ja, einmal mir folgen. Enter the Matrix oder wie? Ja, genau. Da bist du ja selber schon. Ah, da bist du Zeneo. Trinity meine ich, Entschuldigung. Ach du Scheiße. Ja, voll im heißen Lederoutfit. Hup.
Ich bin da für dich. So. Hallo. Hallo, Lucy. Hallo, Melanie. Oh, Frau Lucy. Darf ich dich mal ganz kurz unter vier Augen reden? Hörst du mich? Melanie, hier lang. Melanie, hier lang. Ich muss... Die Melanie will kurz mit mir alleine reden. Komm mal her, ganz kurz. Ja, komm. Ich spüre meine linke Brust nicht mehr. Alles ist okay, tief durchatmen. Nur aber, du Frau Lucy. Jetzt, ich komm, setz dich. Ja, aber nee, warte ganz kurz. Ja, kennst du eine Psychologin? Ja, eine Psychologin, sie? Wie, du bist Psychologin? Also ich nicht, aber eine... RTW 3, Status 8. Ich wollte schon sagen, du ein Psychologin. Das wäre wie wenn... Nee, das wird nicht passen, du hast eine lila Hose. Beziehungsweise ja, ist Status 6, weil eventuelle Operation. Beziehungsstatus? Aber psst, ja, will der mich reparieren? Ja. Ich Beziehungsstatus. So. Wir will einen Beziehungsstatus mit mir. Nein, was? Melanie. Melanie, wir haben, ich wir retten ihre Brust. Ich würde dich beschützen vor allem. Wir retten ihre Brust. Ansonsten machen wir sie neu. Wenn du von jemandem angefasst werden möchtest, dann mache ich das, okay? Du kennst mich. Das macht Lucy. Ich bin ja auch eine Frau. Ja, aber du musst halt auch gut zupacken können, ne? Oh, glaub mir. Ich glaube, das kann Lucy. Ja, so verstanden. Meinst du? Ich sehe. Klaro. Soll ich dir mal beweisen? Ja, hau mal so einen Typen hier um. Wow. Nein, das kann ich nicht machen. Ich bin übrigens, ja, doch, komm, ich erlaub dir das. Ich hab bei dir noch was gut, ne? No, passt schon. Lucy, komm her, ich erlaub dir das. Ja, sie, was denn? Ich hab bei dir noch was gut. Ja, sie. Wie, sie haben noch Loot. Du warst 19 Uhr den einen Freitag nicht da. Das wird mir langsam ein bisschen cringy gerade. Aber ich werde dir jetzt beweisen, dass ich gut zupacken kann. Soll ich mal bei dir zupacken, Melanie? Pack mal so richtig zu. Okay. Bist du bereit? Nee, nicht ganz. Schöne blaue Augen. Risiko. Okay, ich bin bereit, ja. Du hast ein bisschen feste gedrückt. Ein bisschen zu fest. Siehst du, ich kann richtig anpacken. Ist Melanie gerade feucht geworden? Nein. So. Frau, könnten wir jetzt endlich mal mit der Untersuchung anfangen? Ja, die linke Brust, die spüre ich halt nicht mehr, und die rechts ist gequetscht, das sieht man ja, glaube ich. Ja. Yes, ja, aber wir müssen trotzdem mal, im Flur macht sich das ein bisschen bescheiden. Nicht so lachen, was wollen Sie an meiner Scheide? Also. Es geht um meine Brüste. Ich glaube, ich werde die Frau erstmal alleine untersuchen. Ja, mach. Das macht Sinn. Komm, Melanie, komm. Ja. Komm, das ist eine gute Sache. Aber wollen Sie nicht mitkommen? Sie müssen doch was lernen. Melanie, zur Unterstützung kommen wir. Komm ich mit. Ja, sie müssen ja irgendwas lernen, ne? Ja. Wir sind ja erst ganz neu im Dienst, ne? Warte, Melanie, ich erleichte dir den Weg. Oh, wegstoßen. So, hier. Auf mit dir. Huch, das ist ein... Den gleichen Tisch habe ich in meinem Keller stehen. Oh Gott. Das ist ein Hobbytisch? Ja. Ja, cool. Aber was wobei, hast du ich habe noch so einen Tisch, da kannst du die Beine halt so ein bisschen dran festmachen besser. Ja, sehr. Als nächstes kommt dann das. So ein Tisch hat Lucy auch. Hey, sei ruhig. Also, Melanie. Oh, ich muss mich mal weiter vorne hinsetzen. Ja, mach das. Wie ist dir gemütlich? Ich nehme dir Zeit. Warum komme ich komm nicht mehr hoch? Ich bin zu dick. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wer sagt denn sowas, Melanie? Ich ausnahmsweise mal. Das stimmt doch überhaupt nicht. Gibt für alles einen Mann, der drauf steht. Zu jedem Topf gibt es auch einen Deckel. Genau. Und zu jedem Oberarm gibt es ein Pizzatattoo. Also, werde ganz langsam. Wenn es dir unangenehm ist, können wir auch eine Pause machen. Die Herren holen dir auch eine Lolli, wenn du möchtest. Lolli könnte ich gebrauchen. Der hält dir. Da bleibt man immer schön feucht im Mund. Genau. Der eine Herr, der sollte hier mal schön eine Lolli holen, bitte. Eine von den Herren. Du darfst dir sogar aussuchen, welche. Sieh das erste Mal meine Füße. Melanie, rosa oder blauen Lolli? Kennt ihr Frau Rose oder wie? Nein, ein rosa Lolli oder einen blauen Lolli? Einen roten Lolli. Okay. Ja, ich werde jetzt ganz langsam abtasten. Erstmal auf so Knöllchen oder so, die auf eine Tumor oder etc. hinreichen. Einmal dein roter Lolli, Melanie, den du schälst bitte 2 bis 5 Minuten. Ja.
Okay, der Lolli ist weg. Melanie, der Lolli ist schon weg. Was war ein... Mit Stiel. Du darfst gerne auf den Stiel. Da war ein Stiel bei. Also ich fühle mich irgendwie nicht gut. Moment. Moment. Ja, sie hat den Lolli mit Stiel genommen. Wo ist der Stiel? Mir ist ziemlich schwummrig. Haben Sie irgendwie einen Hund hier rumlaufen? So. Aber Knöllchen, meine Herren, habe ich nicht gespürt. Ich werde jetzt mal die Brüste wiegen. Achtung, da kommt jetzt eine Platte drunter. Was ist das für ein Material von der Platte? Das würde mich auch mal interessieren. Ist ziemlich kalt. Die Waage ist gerade, glaube ich, kaputt gegangen. Guck, ihr seht alle da draußen stehen und gaffen, wie wir hier machen. Aber wirklich, also... Was für ein Riss? Ja, ja. Ich habe keinen Riss in meiner Brust. Oder? Da steht 30 Kilogramm wiegen deine Brüste alleine. Wie alleine? Also, ich versuche jetzt mal deine Brüste anzuheben. Hau ruck! Ja, heb mal richtig. Ich sehe noch nichts. Soll ich dir helfen? Ja, pack ruhig mal mit an. Warte. Ja, hier, du machst die linke, ich mach die rechte. Könnt ihr mal den Kuka holen? Der ist ziemlich stark, der kann besser anpacken. Wo müssen wir anpacken? Wo muss ich bei? Du Kuka, musst hilf, packen! Die Brüste mit anheben. Ja, komm rauf. Okay, Moment. Du in der Mitte, ich rechts, du links. Hau ruck! Kuka, hilf mal packen hier! Eieiei! Ist das normal, dass die so schwer sind? Reichen 5 cm Brust anheben oder noch mehr? Melanie! Hast du Brust trainiert oder warum ist das so schwer? Uiuiuiui. Melanie, spürst du langsam, wie dein Blut wieder durch deine Titten fließt? Ja, ein bisschen. Voll die Salami-Party hier. Ich hab ziemlich viel Wurst im Gesicht. Ich bin irritiert. Ja, ich auch. Nicht nur du, Melanie. Nicht nur du. Ich hab Angst. Melanie ist mir da gerade eine Salami entgegengekollert? Nee. Könnte sein. Oh. Mir nämlich auch. Aua. Also so langsam wird sie wieder... Ja, ich spüre so langsam ein bisschen was. Noch eine Minute ungefähr so halten, das Blut wieder richtig. Und am besten mal kneten oder so. Oh Gott. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Puh. Hab ich da eine Bum-Bum in meiner Sum-Sum? Gut, das war ganz normal. Also der Puls von Melanie ist in Ordnung. Ich hab Puls? Ja, du hast Puls, Melanie. Ach du Scheiße. Guck, hör, du hast Puls. Ach du Scheiße. Meine linke Brust, sie tut so weh. Das wird nicht besser. Aua. Hilf mal. Aua, ich krieg einen Krampf. Ich krieg... Aua. Oh, ich hatte noch einer. Aua. Ja. Das tut so weh. Der blonde Herr. Einmal, ja, hinter uns. Aua, hinter uns auf dem Tisch liegt ein Fentanyl-Lolli. Ja, für Melanie. Ich glaube, ich fall gleich um. Anfangen zu schütteln am besten. Feste Schütteln. Hinter mir. Rechts hinter mir. Nein. Fester drauf kloppen. Fester. Ja, den. Für Melanie. Oh, ist das anstrengend. Wer haut denn so Fessel zu? Melanie hier. Ich weiß nicht, was für ein Lolli, aber... Ein Fentanyl-Lolli für Melanie. Ach du Scheiße. Mir geht's nicht gut. Der Rote ist besser. Aua. Warum habe ich so viel Wurst in meinem Gesicht? Ich bin total irritiert. Das ist nicht deine Brust, Melanie, das ist deine Brust. Das geht gleich wieder weg. Jetzt bitte, Melanie, einmal den roten Lolli nochmal... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh, fuck. Ich glaube, wir haben Melanie an die Kopfschmerzen verloren. Nein, das darf pass auf, wahr sein. Wir holen Melanie wieder. Achtung, Platz. Nochmal. Ich bräuchte. Was brauchst du? Lucy, ich brauche die Genehmigung fürs Adrenalin. Ich hab ja eh die ganze Zeit schon kaum noch trinken gehabt. Ich hab ja schon vorhin gesagt, dass ich eigentlich trinken brauche. Also. Ich hätte halt was trinken müssen eigentlich, ja. Komm, halt durch.
Melanie. Oh. 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 Das war knapp. Scheiße. Oh. Melanie. Melanie kriegt man nicht so schnell klein. Hey, ich bin ohnmächtig geworden. Ich glaube, da ist so viel Blut aus meinem Gehirn in meine Brust geflossen. Das war nicht gut. Das war, da war schon jahrelang, glaube ich, nichts mehr an Blut. Oh. Geht es dir gut, Melanie? Ja, jetzt schon so ein bisschen wieder. RT3-Leitstelle, Ende. Fehlalarm. Spezielles Gerüst zusammenbauen, das hier und da mal deine Titten. Also ich wäre für Hocker. Oder? Ich wäre für die Brüste. Ja. Melanie kniet sich hin und wir legen die Brüste auf die Hocker. Ja, das ist gute Idee. Ach du Scheiße. Das sind Titanhocker, müsst ihr eigentlich durchhalten. Das ist im OP-Saal, den wir... Oh. Ja, nee, ich hätte noch eine Frage. Ja, was denn? Ja. Siehst du gerne so Ledersachen oder Latex-Sachen an? Ich trage gerne Kappa-Leder. Aus reimsten Kappa-Leder halt. Du hast nicht mich gemeint. Schade. Wie lange Luca, wenn wir hier raus sind, muss ich das mal richtig. Hin zu Kappa-Leder? Ist das Salz? Ja, genau. Dann sag doch, dass du mit Melanie redest, nicht mit mir. Ja, ich rede nicht mit dir. Dann brauche ich richtig. Können Sie mir denn jetzt noch irgendwie helfen? Aber ich habe auch Lederklamotten. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwelche verschreibungswichtigen, geilen Medikamente finden. Nein, ich schweife vom Thema. Nee, gehen Sie mal. Moment. Das machen wir gleich hinterher. Ja, auf jeden Fall schon mal wieder. Flur, bitte. Wenn du nochmal Schmerzen hast, dann wir danken Ihnen gerne für Ihre Hilfe, aber jetzt gerade würden wir... Wollten wir nicht eventuell noch einen Ultraschall machen? Die geile verschreibungswichtige Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für das Gewebe. Machen wir ein CT. Das ist jetzt eh schon wieder so gespannt. Der Tee ist besser, ich weiß nicht, vielleicht haben sie Knochen. Schneiden wir Melanie in kleine, dünne Scheibchen. Bitte was? Bitte? Im Computer, Melanie. Ach so. Im Computer. Ja, dann legen sie mal dann, los. Wo muss ich denn dafür hin? Sie können so liegen bleiben sogar. Ach du Scheiße. Wir können auch anschauen, vielleicht müssen wir deine Brüste ein wenig höher stecken, damit... Nicht schon wieder, bitte nicht, bitte nein. Nee, straffen. Nein, nicht nochmal. Das kann ich mir nicht geben jetzt. Nein. Nee. Herzinfarkte waren in meiner Familie schon häufiger, also, nee. Aber das EKG sagt, ihnen geht's gut. Ja, jetzt noch. Gut, einmal zwischendurch hatten wir sie, muss ich mir zugeben, verloren. Bitte was? Wie kann man mich verlieren? Ich lag doch hier die ganze Zeit. Wir hatten kurz einen Herzstillstand. Jemand hat das Licht angeschaltet, Melanie. Melanie, du musst auch bedenken, wenn du weiter mit solchen geilen, fetten, saftigen Titten herumläufst, kann es sein, dass deine Blutzufuhr einfach gar nicht mehr zu deinem Kopf kommt. Oder generell in deinen Körper. Und dann bleibt dein ganzes Blut in deine Titten werden noch fetter und das wird dann immer schlimmer und schlimmer und dann sind deine Titten irgendwann nur noch blau wie seine Haare. Du weißt doch, dass die hier auf große Brüste stehen, alle. Ich weiß, ich ja auch. Siehst aber du? Melanie, das Problem ist, dass dein Leben doch aber wichtiger ist. Außerdem als große Möpse. Du brauchst sie ja nicht kleiner zu machen. Das Ding ist, wir müssen nur, warte, ich zeig dir mal kurz. Das sieht dann ungefähr so aus wie bei Lucy. War jemand von euch bei der... Meine sind mini. Ja, bei der... Aber nee, so war keiner bei, ne? Wo Peter der Penis verkürzt wurde, ne? Nein. Was? Ja, der Herr Sorgenfrei hat nur noch einen halben Meter Penis. Ach du Heilige, was ist denn da passiert? Könnt ihr mal nachgucken, ob ihr noch diesen halben Meter in der Gefriertruhe hier habt? Der müsst ihr noch irgendwo liegen. Den gibt's nicht als Salami, Melanie. Nee, den will ich ja nicht als Salami haben. Die brauche ich für was? Benutzen? Ja, für... Nee. Will dem hier, ich habe so einen Kopf. Ich habe einen Kopf kennengelernt. Und der hat halt, ja, keine Eier in der Hose. Und dann wollte ich dem wenigstens mal einen Schwanz organisieren. Ach Gott. Also wenn du ihn herlockst, wir ihn narkotisieren und ihn annähen, dann hat er sogar annähen, zwei. Das würde natürlich auch interessant aussehen. Wir können ihn auch zu so ein paar Bullen holen. Der einer vorne, antackern. Einer für hinten. Jetzt wird's echt eklig hier. Wir können ihn noch Bullenhoden antackern, Melanie, so ist es nicht. Aber sieh, wir können hier, siehst du hier. Würden Sie mir hier mal beide einen Gefallen tun, einmal salutieren, genau, und einmal ein bisschen vom Tisch weggehen, glaube ich. Okay, tut mir leid. Die wackeln ganz komisch bei mir im Tisch. Ja, das Ding ist, die sind hier erregt. Genauso wie in der Bauarbeit bei Cerberus. Ja. Die haben so Dildo integriert. Deswegen wackeln die so. Ich bin immer erregt, wenn Lucy in meiner Nähe ist. Super leid. Ja. Du kleiner Schmer. Ich weiß. Also, wie gesagt, wir müssen kein Händchen halten hier.
das wisst ihr auch beide echt nicht. 29. Also das darf ich jetzt gehen und dann melde ich mich, wenn es mir wieder schlechter geht. Ich stehe doch hier auf der anderen Seite des Tisches. Genau. Nein, ich stehe direkt neben dir. Aber wenn es schlechter geht, nehmen wir dir ein bisschen Haut vom Hals, ziehen den Rest von den Brüsten hoch und das ist wie, als würdest du deine BH einmal so hoch ziehen. Oh nein, nein, das, nein, tschüss. Und danke nochmal. Melanie, nicht abhauen. Ich muss hier weg, ich habe Angst vorm Arzt. Wenn die jetzt, wenn den Melanie jetzt abhauen, haben wir heute zwei Patienten, die abgehauen sind. Das kann nicht sein. Melanie, bleib bitte hier. Ich lauf weg jetzt. Nee, Melanie, bleib mal doch hier bitte jetzt. So Frau schnell Melanie, wie ich bin, kriegt sie mich nicht. Wir können eh nichts machen. Ja, genau. Ich flüchte. Frau Melanie, bleib sie könnt mich nicht aufhalten. Können wir jetzt endlich mal losmachen? Hast du jetzt genügend Aufmerksamkeit gekriegt? Hübscher. Wieso genug Aufmerksamkeit? Los, das jetzt schon. Komm mit, Schnecke. Wir müssen los. Wie sieht denn das hier aus hier? Wegen dem, der braucht irgendwie was zum Rauchen zur Beruhigung. Könnt ihr da was machen? Melanie, wir machen uns noch mal sprechen. Gleich. Warten Sie bitte kurz einmal draußen. Kleinen Moment, warten Sie bitte draußen. Okay. Frau Melanie, gehen Sie bitte nochmal zurück. Wir machen uns ernsthafte Sorgen um Ihre Gesundheit. Ich kann doch nicht, ich muss los. Hallo. Ja, wir können dann auch andere Möglichkeiten finden, Melanie. Na, aua. Alles okay. Ziemlich glatt hier bei Ihnen. Oh, alles ist okay. Wir können ja auch andere Möglichkeiten finden. Und die wären? Eine andere BH, dass sie weiter von dem BH aus nach oben gestützt werden. Ja, dann gehen Sie mal zu dieser Klamottentussi und fragen mal, die gibt mir nichts. Die gibt dir nichts, dann schneidere ich extra für dich. Ich schwöre, ich mache. Auch wo ich mir die Schweinemaske kaufen wollte, damit ich halt ein bisschen undercover bin, dachte die blöde Kuh einfach zu mir, nee, die hast du leider schon. Oh, ey, bitte was? Ja, die meinen, ich hätte die Schweinemaske schon. Dabei habe ich die noch gar nicht gekauft. Das ist doch, also... Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Deswegen brauche ich eigentlich einen Psychologen hier von euch. Das Ding ist, wenn du morgen, ich glaube morgen um so 18 Uhr ist hier der Psychologe da. Das weiß ich noch nicht, ob ich so früh da bin. Okay. Dann schaue ich einfach, Cécile. Wann bist du denn ungefähr da? Dann trage ich das in meinen Kalender ein. No, ich weiß leider noch nicht, wann ich da bin. Das ist immer sehr spontan, weil ich kriege so schlecht die Flüge hier hin. So. Dann rufst du mich an. Weil die müssen hier immer extra irgendwie eine Maschine kapern für mich da, keine Ahnung. Aber das ist nicht schlimm, ist alles in Ordnung. Dann, wenn du da bist, rufst du mich einfach an und ich tausche mit dem R in Schichten. Und dann kann der dich behandeln, okay? Okay. Macht sich das gut dann? Ja, ich rufe mich dann morgen bei euch. Ach, meinst du den Lucy, meinst du den Ragnar? Ja, ja. So, dann bin ich aber mal los, ja? Das ist sie. Ja, Lucy. Macht's gut und danke nochmal. Passen Sie auf sich auf. Einen angenehmen Abend Ihnen noch, ne? Lassen Sie sich nicht stressen. Tschüss. 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 Ich hab meine Million geknackt. Hab ich alle nicht, ne? Also mich können Sie wirklich nur anrufen. Mit dem Nokia, du, da kann, mit kannst du doch das, die Pflanzen. Ja. Ey, wir müssen doch eigentlich zur Schule, ne? Hallo, Melanie, Melanie, warte, ich muss dem Doktor noch unsere Telefonnummer. Ja. Wie, der ist sogar kein Doktor. 323? Einen Moment. Doch, das ist ein Doktor. Er lügt. 323? 126? Nein, Melanie. 325? Lass uns mal kurz. 93. Warte, 323, ist eigentlich ziemlich einfach zu merken. 190-666-666. Ziemlich einfach zu merken. Die Nummer 536. 513. Ja, genau. Genau, richtig, genau. War ganz einfach, hör doch mal zu. Wie heißt du? Kaka-Lemon. Ich geb dir meinen Ausweis. Nein, nicht Kaka, Mann. Ja, Entschuldigung, Kuka-Limone. Warum gibst du mir jetzt deinen scheiß Ausweis? Ich wollte den noch gar nicht sehen. Melanie, meine Schokobälle, geh mal kurz ein Stück zur Seite. Die nimmt den ganzen Raum hier ein. Hey Stila, grüß dich. Kuka. Und schlaf gut. Und Kirabator, danke für dein Host. Herzlich willkommen. Bitte was? Okay, seid fleißig. Freie Liebe. Freie Liebe. Ja, sowieso. Dich bei uns, ja? Heute habe ich keine Pizza für dich mit. Sorry, Melanie. Ja, gut. Ich verzeihe dir. Letztes Mal habe ich dir eine zugesteckt. Hast du ja gemerkt, ne? Aber ich muss jetzt noch in die Schule. Wir müssen noch Butter kaufen.
Komm, fleißig. Melanie, komm. Wir müssen noch, weißt du, wo man Butter kaufen kann hier? Der Doktor, jeder andere. Brauch unbedingt Butter. Können Sie nochmal kommen, bitte? Bitte einmal einen anderen Arzt da. Ja, ich muss mal eben einen von denen fragen. Vielleicht weiß das jemand von denen. Melanie. Ja, im Moment. Melanie, komm jetzt schnell. Ey, yo, ihr Ärzte, ich hab nur ein Problem. Ja. Melanie? Weiß einer, wo man Butter kaufen kann? Ich muss zur Uni, nicht, dass ich wieder am Stuhl festhänge. Butter kaufen? Ja, Butter oder Margarine. Rainer hat noch Bäubutter im Auto. Vaseline. Ach, Bäubutter, ja gut, die nehme ich auch. Aber Melanie, ich kann Ihnen so 3-4 Tuben Vaseline anbieten. Aber das reicht nicht. Nee, wir haben hier wir haben die 1 Liter Tuben, ne? Sag ich doch, reicht nicht. Aber Butter wäre viel besser. Tschüss. Geh mal zu Otto, der hat doch bestimmt ganz viel Öl. Rainer, wir kommen jetzt raus, ja? Rainer. Alles klar. Ich wurde von einem. Und erstmal nochmal, Buzon, danke für deinen Not. Ich wurde von einem Polizeiauto mitgenommen, während ich hier auf Kuka drauf saß, um ihn zu wehren. Um ihn warm zu halten. Eine halt. Schönheit, Mensch. Komm jetzt, schnell. Da ist er. Da ist Rainer. Ja, setz dich mal bitte hinten. Rainer, du geile Sau! Wir haben hinten verstärkte Sitze noch eingebaut. Alter, nie, komm rein. Hat extra schon die Türen rausgenommen, das ist ja nett. Kacke, warum? Okay, ab geht's. Wir müssen zum Geldautomaten und dann zur Schule.